Five Nights at Freddy. Yes, und damit herzlich willkommen zurück zu Five Nights with Freddy. Sorry, dass die Tage, also jetzt wahrscheinlich, dass gestern und heute, also der, was haben wir denn hier? Bin natürlich wieder super vorbereitet, dass am 10. und am 11., wenn ich, es kommt darauf an, wie ich es fertig kriege heute, dass keine Folge rauskam, denn ich habe mich ein bisschen überfordert hier privat und da kann ich nicht mehr zum Aufnehmen. Und es tut mir natürlich leid, ja. Ja, es geht natürlich, es gibt andere Sachen, die vorgehen. Vor YouTube, leider. Aber es ist so. Und naja, wir sind ja letztens bei Five Nights stehen geblieben. Das Telefon ging. Keine Ahnung, wie lange. So, genau. Wir haben letztens Five. Ach, die sind schon unterwegs. Ich muss jetzt nur ein bisschen reinkommen. Hier ist der Hase, hier ist der Wolf. Die Ente. Tief. Also ist immer noch der Anruf, deswegen. Hier ist jemand. Hier. Warte mal, wo ist denn die Ente, wenn der Bär hier ist? Hier ist die Ente. Da. Muss natürlich hier drüben bleiben. Das ist die Sicherheit, falls der Wolf kommt. Na, aber der steht Gott sei Dank noch hier. Alter Vater. Wieso ist denn der eigentlich da so gut durchgekommen letztens? Das war ja richtig scheiße. Na super. Ich habe mich auch schon für einen Nachfolger entschieden. Vor. Na klar. Jetzt kommt ja auch bald die Evil Within, da freue ich mich auch schon drauf. Leider kommt das genau zu dem Zeitpunkt, wo ich nicht da bin. Jetzt muss ich. Das ist das Problem, jetzt ist das letzte Wochenende vor der Woche, bevor ich nicht da bin. Jetzt habe ich natürlich wieder ein bisschen Aufnahmestress, weil ich ja ein bisschen vorproduzieren muss. Deswegen, wie gesagt, das war jetzt auch mit Five Nights for Freddy, war es ein bisschen schwer für mich, da noch aufzunehmen. Vorher, deswegen kommt, wie gesagt, auch heute und gestern keine Folge. Ich glaube, die vier nicht hier kommen. Muss wir hier nach 5 müssen wir ein bisschen dran gewöhnen, dass ich mich ja nicht. Oh Gott, ich höre ihn. Dass ich nicht. Ah, hier ist der Vogel. Hier ist er. Dass ich nicht meide. Jetzt müssen sie aufschauen. Nicht, dass er, wenn man hier einer steht. Ne, aber ist auch schon unterwegs. Okay. Wo? Doch, nein. Hä? Der geht irgendwie. Hä? Wo war denn der gerade? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Und sorry, falls ihr wieder komische Geräusche. Hä? Habt ihr es gesehen? Ich habe überall nachgesehen, der Hase war nirgends zu finden, vorher auch nicht, selbst als die Ente noch im zweiten Ding war. War der Hase nirgendwo zu finden? Und jetzt komischerweise, war er auf einmal da. Also irgendwie stimmt da was nicht. Verdammt. Vor allem, ich darf aber noch Naruto aufnehmen, oder? Ja, vielleicht kommt dann noch ein Folgeprojekt, wer weiß das schon. Ich habe jetzt auch die Dinge gezeigt, die sind ja mittlerweile auch draußen. Vorgeschichten. Die Eskapaden, genau. Die Mecha-Naruto-Story und ein Turnierteil. Ich weiß nicht, ob ich das Turnier durchspielen soll. Aber wenn, dann müsste ich mir schon wieder ein neues Projekt suchen. Und
das ist natürlich jetzt wieder so eine Sache. Gut, es will natürlich nur, es will nicht lange dauern, dass ich das hochladen kann und vorbereiten. Es ist nicht mehr das Richtige, weil ich habe das Problem immer, ich muss jetzt mal das richtige Projekt finden bei mir. Ein Spiel, das mich auch länger fasst. Ich hätte jetzt, ich habe jetzt den Key erhalten für Watch Dogs, für Sleeping Dogs. Was ja auch cool sein soll. Oh, komm schon einer. Nein. Kommt schon. Es recke mich. Ja, ich hab das sonst immer gemacht. Das bin ich voll raus, weil ich schon eine Woche so nicht mehr aufgenommen habe. Weil ich habe natürlich, war natürlich so schlau. Hab Neverending Night mehr vor aufgenommen. Heu fertig. Ja. Dazu muss ich auch noch was sagen. Denn Neverending Night mehr. Da muss ich erstmal schauen, ich hab's eben jetzt mehr gezeigt. Da gibt's auch diese blaue Linie. Und da muss ich noch. Ist er weg? Ich bleib die ganze Zeit in der Kamera. Ich höre ihn doch schon. Hier ist der Hase. So. Vielleicht geht er ja irgendwann wieder weg. Oh, hier steht auch einer. Eins. Zwei. Drei. Ach so, der schaltet die Kamera dann automatisch irgendwann weg. Ja, genau. Es wäre natürlich witzig gewesen, wenn da noch keiner gewesen wäre und ich mich jetzt einfach nur angestellt hätte. Boah, ist das zum Kotzen. Ich dachte, ich schaffe das Projekt nicht wie so in 5 Folgen. Jede Nacht eine Folge. Aber nein, aber nein, aber nein. Das hätte ich wirklich so machen sollen, egal wie lang das ist. Verdammt. Das ist jetzt schon zu spät. Aber ich will dieses Spiel durchschaffen. Wenn nicht, dann, na, dann habt ihr halt Pech gehabt. Dann kommt ein anderes Horrorgame. Denn, naja, ich kann nichts machen, wenn. Also, eine Folge kommt auf jeden Fall noch und zwar die. So, also, auf schon hier. Der Hase ist schon weg. Der Bird. Einer. Das gibt's doch nicht. Wo ist denn der schon wieder? Ja, ich will nicht erschrocken werden. Einer. Zwei. Nein. Okay. Weil hier haben wir. Hier, der Haus ist hier. Vogel ist. Ich weiß gar nicht, wo ist denn der Vogel? Fraser hier. Der kommt hier. Ich weiß auch, der kommt doch gleich wieder. Aber wie schnell die auch sind. Habt ihr das gesehen? Der war auch vorhin auch hier. Der kann jetzt hier einfach spawnen. Wenn Dinger schwarz werden, einfach töten. Wenn der Wolf nicht angerannt kommt, hier ist der Vogel. Ist nichts. Sein Frey ist hier, der Ort ist hier. Kommt zu mal schauen. So, hier ist eine. Ich hoffe nur, dass ich Freddy nicht wieder übersehe. Freddy ist noch hier. Da passiert doch gleich wieder irgendwas. Ich weiß es doch. Hier steht keiner. Ich muss einfach schneller durchdrücken. Nein, nein, nein. Oh Gott. Komm schon. Komm schon. Bleiben. Der Wolf noch nicht hier. Ach, er ist draußen. Freddy.
verpisst euch. Wo sind denn die? Hier ist das Ding. Oh, ich drehe noch durch, ey. Hier ist der Hase, hier ist der Wolf. Freddy ist noch hinten. Der Vogel. Nur gucken, dass ich Freddy öfter erwische oder mich nicht einfach erwischt. Und ich muss auch die anderen ein bisschen jetzt im Auge behalten und auch hier öfter schauen. Und ich muss natürlich gucken, ob der Wolf nicht mal doch angerannt kommt. Nee. Freddy ist unterwegs. Weg von hier. Geh. Hier. Hier. Weg. Ist nicht hier. Aber ich will gar nicht immer so wechseln. Okay, okay, okay. Okay. Ich weiß auch, ich schreck mich nicht mehr. Verdammt, ey, immer diese Anspannung. Komm schon. Komm schon, einer. Oh, hier ist der Hase, ist der Wolf. Gott, der ist in der Küche. Nein. Nein. Ready, okay, alles passt. Trotzdem haben wir gesehen, wie schnell das geht. Der Vogel ist hier. Der Wolf ist auch noch hier. Die Hase ist weg. Nein! Das gibt's auch nicht. Das war euch so super. Und da weil man dann schaust du einmal hin, dann ist der Hase da. Nein. Boah, es ist, also Nacht 5, muss ich sagen, ist schon richtig schwer. Und auch überraschend. Ich wusste es. Scheiß Kameras natürlich. Man kann natürlich am Schluss, wenn kurz bevor die Zeit um ist, in den Kameras drin bleiben. Denn dann kann ich keins von diesen Vieren erschrecken. Diese Spiele. Darauf. Oh, die sind leer. Die Kekse sind leer. Die Lego. Verdammt. 12 Uhr nachts, fünfte Nacht. Ich hoffe, dass ich das noch hinbekomme, bevor ich aufgebe. So. Arm juckt. So. Oh, der Vogel ist schon wieder unterwegs. Der ist hier, hier, hier ist er. Ich meine, die erste Stunde überlege ich sowieso immer, ohne dass irgendwas passiert. Ja, hier kann auch noch nicht viel passieren. Okay, okay, okay. Das ist auch schon futsch. Der Hause kommt am Anfang gleich. Wenn der Rhythmus derselbe ist. Aber wo ist ihr denn? Hier ist der Vogel. Ich will jetzt öfter die Tür bewachen. Da ist ja der Hase. The bird is coming out from the nest. Zuerst kommt der Hase, dann kommt der Vogel rechts, dann wieder der Hase,
Und dann, keine Ahnung. Wenn denn der Rhythmus so bleibt. Dann müsste ich normalerweise nur links schauen. Haben kurz begonnen, dass ich auch kurz die Tür nicht mehr zu machen. Der Wolf auch schon hier. Geben sie eine Ruhe. Okay, sind noch. Okay. Sobald er nicht mehr da ist, wechsle ich. Ich wechsle auch mal Kimbo, sie die Tür in Open stimmt. Ja, es wäre schön, wenn man hier Schutz offen hätte. Weiß, müsste sie so einen Mod geben, damit ich die jetzt richtig zerfetzen kann. Kommt jetzt endlich mal einer. Wolf, Vogel, Hase, komm schon. Da ist der Hase. Geh mal. Der Vogel ist. Oh, hey, ihr wisst gar nicht, wie mein Herz ist. Ah, ich wusste es. Ich muss nur recht schauen, dass der Hase. Coming out. Der Wolf kommt noch nicht. Da ist der Hase. Hier ist der Bird. Dann kommt der jetzt rechts der Bird normalerweise. Oder? Hier ist. Der Bird. Oder? Ich weiß ja nicht. Come out, wherever you are. Nein. Boah. Das macht das Spiel macht einen schon richtig fertig. Was meine ich jetzt steht. Ich hasse euch. Da machen wir mal zu. Ich hab ihn doch schon gesehen. Komm schon. Ich hab ihn. Ha! Ich habe ihn dran gekriegt. So. Darf ich nur hoffen? Oh nein, nicht Windows, nein, bitte nicht jetzt. Darf ich nur hoffen? Der Wolf ist wieder hinten. Wo ist der Bursch? Der war noch gar nicht hier. Der Rhythmus hat sich geändert, das heißt. Boah. Ist nicht so. Ist nicht jetzt. Ah, oh, okay, der Rhythmus hat sich geändert. Ist nicht dieser Druck, du willst es unbedingt schaffen. Sag's nicht, wenn Furry jetzt kommt. Ich will gar nicht mehr gucken. Einer. Ich kann mich nicht so konzentrieren. Oh Gott. Ich krieg schon jetzt Kollaps. Hier ist einer. Bitte. Bitte. Nein. Ich weiß nicht, wo Freddy ist. Der kotzt mich ja ein bisschen an, Freddy.
Das Freddy, der kommt ja einfach. Oder? Nein. Da ist Freddy. Ich glaube ja, Freddy schleicht sich so langsam an. Der kommt von Raum zu Raum. Hier ist einer. Das ist der Wolf. Und sonst. Ich weiß doch. Da ist er. Nein! Lass mich! Vogel. Oh Gott. Ah, es war schön mit euch. Damit endet auch die Folge. Ich weiß, dass ich jetzt nicht umschalten wird, denn ich habe an einem Punkt zu viel Energie verbraucht. Ich hätte es fast geschafft. Nein, schieß doch bitte die Tür. Bitte nicht erschrecken, er kommt nicht jetzt. Ja. Oh, bezwingen wir denn Freddy noch irgendwann? Ich hoffe es doch. Five Nights with Freddy. Ja. Ich hoffe doch, dass wir ihn in der nächsten Folge irgendwann nochmal bashen werden. Und er endlich Ruhe gibt und wir endlich unsere Ruhe haben und diesen scheiß Job endlich ablegen können. Das erfahren wir aber erst in der nächsten Folge in Five Nights with Happy Tree Friends. Vielen Dank fürs Einschalten und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und ciao.